Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Präsidentin, ich glaube, es geht heute in der Runde zumindest nicht um Frau Wagenknecht, sondern es geht um die Ungleichbehandlung der Menschen in der Ausländerbehörde. Und ich kann an der Stelle sagen, ja, ich gebe zu, wir wollen die Ungleichbehandlung in der Ausländerbehörde abschaffen. Es gibt seit Jahrzehnten massive Kritik an der Ausländerbehörde und zu Recht, Herr Juncker. Diese Behörde löst bei vielen Menschen aus Drittstaaten unangenehme Gefühle aus. Sogar bei denjenigen, die eigentlich in dem Wissen dorthin gehen, dass bei ihnen alle Voraussetzungen für eine Aufenthaltsgenehmigung gegeben sind. Ich selber übrigens habe früher dies auch erfahren müssen. Um klarzustellen, es liegt mir fern, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörde unter Generalverdacht zu stellen. Sicherlich ist die heutige Situation in dieser Behörde besser als vor 30 Jahren. Die jetzige Leitung zumindest ist aufgeschlossen im Vergleich zu damals. Unter der Führung von Innensenator Henkel hat sich jedoch die Situation in den letzten Jahren total verschlechtert. Die Beschwerden über die Behandlung in der Behörde steigert sich tagtäglich. Wir stellen oft fest, dass Spielräume zugunsten der Betroffenen nicht genutzt werden. Die Menschen werden auf ihre Rechte und Möglichkeiten nicht hingewiesen. Die hohe Arbeitsbelastung der letzten Jahre trägt sicherlich auch dazu bei. Weil Innensenator Henkel es versäumt hat, die Ausländerbehörde rechtzeitig personell und räumlich adäquat auszustellen, muss in Spitzentagen ein Mitarbeiter über 60 Fälle bearbeiten. Nun, es ist natürlich auch dem Gesetz geschuldet, das hier zur Anwendung kommt, nämlich dem sogenannten Zuwanderungsgesetz, das in erster Linie zum Schutz des Abendlandes dienen soll. Ich darf Artikel 1 Absatz 1 Aufenthaltsgesetz, Zwecks des Gesetzes zitieren, mit Ihrer Erlaubnis, Frau Präsidentin. Zitat: Das Gesetz dient der Steuerung und Begrenzung des Zuzugs von Ausländerinnen in die Bundesrepublik Deutschland. Innensenator Henkel sieht es ebenso. Er schrieb 2011, ist er noch im Raum? Ja? Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Höfinghoff. Bitte. Ja, lieber Kollege Tasch, mich würde interessieren, glauben Sie denn, dass den Kollegen Juncke seine Vorträge bei verschiedenen rechten Burschenschaften besonders gut darauf vorbereitet haben, die Arbeit in der Ausländerbehörde zu bewerten? Möglicherweise hat Herr Juncke die Rede sogar vorgeschrieben bekommen von denjenigen, die Sie jetzt gerade aufgezählt haben. Übrigens, die Positionen von Herrn Henkel sind auch nicht andere. Er schrieb 2011 dem türkischen Bund in Berlin-Brandenburg, die Ausländerbehörde muss den Vollzug des Ausländerrechts garantieren und ist keine Sozialberatungsstelle, hat er dem türkischen Bund gegenüber geschrieben. Mit diesem Gesetz und zu einem positionierten Innensenator ist es für die Mitarbeiterinnen der Ausländerbehörde wahrlich nicht leicht, eine Service- und Willkommenskultur zu entwickeln. Da bleibt für die Willkommenskultur nicht viel Raum. Deswegen unter anderem, Herr Reinhardt hat ja schon bereits alles aufgezählt, hier leuchtet bei mir schon alles rot. Ich möchte das alles nicht noch mal wiederholen, oder habe ich noch ein bisschen Zeit? Ich habe noch ein bisschen Zeit, das ist ja gut. Die SPD-Fraktion, dann kann ich nämlich die Zeit sinnvoll nutzen. Die SPD-Fraktion hat am 25. Januar 2015, also vor fast genau einem Jahr, beschlossen, Umbenennung der Ausländerbehörde im Landesamt für Einwanderung und Prüfung der Eingliederung in die Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen. Und unser Ziel ist es, die Ausländerbehörde weiter zu qualifizieren und insbesondere den Service für Zuwanderinnen und Zuwanderer zu verbessern. Insofern können Sie nur für diesen Antrag sein, lieber Herr Zimmermann. Und selbstverständlich freuen wir uns darüber, dass die Grünen unseren Antrag auch zustimmen werden. Herzlichen Dank.